Willkommen zum vierten Teil meiner Videoserie mit dem Calliope Mini. Heute schreiben wir als erstes Mal unser eigenes Programm. Was wir heute schreiben werden, ist ein Programm, das automatisch eine rote Rücklichtlampe einschaltet, sobald es dunkel wird, also wie ein Fahrradlicht zum Beispiel oder wie ein Rollerlicht. Das Beispiel habe ich jetzt aus dem Buch Coden mit dem Calliope Mini, das im Cornelsen Verlag erschienen ist. Das Buch ist unter Creative Commons Lizenz erschienen, von daher denke ich mal, ist das okay, wenn ich das jetzt hier verwende, das Beispiel. Ich bin jetzt wieder auf der Webseite von Calliope CC. Hier oben bin ich auf Programmieren gegangen und habe dann bei Editoren den Open Roberta Lab ausgewählt. Das öffnet sich gerade. Und was ich euch jetzt halt empfehlen würde, wenn ihr damit anfangt, ich würde mir da ein Konto zulegen, denn das hat den Vorteil, dass ich in der Lage bin, meine Programme immer wieder aufzurufen und abzuspeichern. Um ein Konto anzulegen, habe ich hier oben dieses kleine Männchen, ja, oder Benutzer steht hier, und hier kann ich dann sagen, anmelden. Da ich jetzt ja noch keinen Benutzer habe, klicke ich hier einmal auf Neu. Der Benutzername ist bei mir UsefulWit. Passwort solltet ihr euch natürlich entsprechend ein gutes ausdenken. Ich gebe jetzt hier einen Fantasienamen ein. Wenn ihr natürlich jetzt im Klassenverband programmiert, dann möchte natürlich euer Lehrer wissen, wer ihr seid. Von daher macht es durchaus hier Sinn, den echten Namen einzugeben. Die E-Mail-Adresse steht hier, ist freiwillig. Manche sind nur mit der Mail notwendig. Wie auch immer, wenn ihr keine E-Mail habt, müsst ihr hier gar nichts eingeben. In meinem Fall, ich bin jetzt 16 Jahre oder älter. Ihr seid natürlich ehrlich und gebt das korrekte Alter hier an. Ich klicke einmal auf Jetzt registrieren. Passwort speichern wir hier keins. Und jetzt muss ich in meinem Postfach schauen und die Mail einmal bestätigen. Das mache ich jetzt aber nicht am Bildschirm, das mache ich einfach an meinem Handy. Jetzt legen wir los mit unserem Lichtsensor. Und bevor wir uns jetzt ans Werk machen, müssen wir uns erstmal kurz Gedanken machen, was Calliope überhaupt tun soll. Wir möchten jetzt also eine Prüfung haben, wenn es dunkel wird draußen oder auch drin, je nachdem, wo ihr so Fahrrad fahrt, dann soll Calliope einfach ihr Licht einschalten. Licht hat die Calliope schon mal zwei Möglichkeiten, nämlich wir können einmal die Matrix benutzen und einmal unten die RGB-LED. Und ja, wenn man halt Fahrrad fährt oder Roller fährt und hinten ein Licht hat, finde ich es sinnvoll, wenn das möglichst hell ist. Also würde ich sagen, wir nutzen beide Möglichkeiten. Die Lichthelligkeit kann sich ja permanent ändern. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass permanent das Licht überwacht wird und dementsprechend angepasst wird, ob jetzt das Licht an sein soll oder aus sein soll. Deshalb gehen wir mal links auf Kontrolle und hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, wiederhole unendlich oft. Genau das wollen wir ja. Wir wollen ja eine permanente, also eine unendliche Abfrage der Helligkeit und dementsprechend soll ja dann das Licht entweder an- oder ausgeschaltet werden. Den nächsten Block, den wir jetzt reinziehen werden, den werden wir auch unter Kontrolle finden. Nämlich einen Block, der heißt, wenn dann, also wenn eine Bedingung zutrifft, dann mache das, ansonsten mache das. Klar, wir haben ja zwei Zustände. Wir haben ja den Zustand Licht aus und Licht an. Also brauchen wir hier auch eine Entscheidungsmöglichkeit und nehmen uns diesen Block. Und jetzt, das finde ich hier echt toll, hier hinten seht ihr dieses Puzzlestückchen und das ist in der Farbe, die ich hier auf der linken Seite auch unter Logik finde. Das heißt, da muss in jedem Fall irgendwas mit Logik dran. Deshalb können wir hier schon mal klicken und wir wählen mal den ersten Block aus, denn da ist ein Ist-Gleich zwischendrin. Ich ziehe es mal rein und wir wollen nicht das Ist-Gleich nutzen. Wir wollen ja eine Abfrage machen, wenn das Licht einen Prozentwert unterschreitet, dann soll eben was Bestimmtes passieren, nämlich die Lampe angemacht werden. Ich wähle jetzt hier mal das Größer-Kleiner-Zeichen aus. Also wie rum ihr das jetzt anordnet, ist natürlich euch überlassen. Es muss natürlich Sinn ergeben. Wir könnten jetzt zum Beispiel in diese erste Lücke hier den Sensorwert des Helligkeitssensors reinpacken. Sensor habe ich ja schon gesagt, deshalb auf der linken Seite auf Sensor klicken. Ganz unten gibt es die Möglichkeit, den Lichtsensor auszuwählen. Den nehme ich mir jetzt und ziehe den einmal hier rein. Gib Prozentwert des Lichtsensors. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt hier als Anzeige diese blaue Umrandung. Und das heißt, wir müssen hier auf Mathematik gehen. Und hier nehmen wir einfach eine Zahl. Und ich nehme jetzt einfach mal eine Prozentzahl, geht ja immer bis 100. Und das heißt, wir müssen jetzt eine Zahl wählen, die zwischen 0 und 100 irgendwie liegt. Und ich würde einfach sagen, wir nehmen mal die 49. Das habe ich jetzt einfach mal so ausgewählt. Wir müssen am Ende im Praxisvergleich dann noch schauen, ob das überhaupt Sinn macht, diesen Wert zu nehmen. Aber ich wähle jetzt hier erstmal was, damit wir überhaupt loslegen können. Wenn jetzt also der Lichtsensor einen kleineren Wert als 49 hat,
dann soll er was Bestimmtes tun. Beziehungsweise ich wähle mal 51, das hat jetzt mit dem Simulationsmodus auf der rechten Seite zu tun, den schauen wir uns gleich an. Das ist jetzt erstmal euch überlassen, welche Zahl ihr da wählt. Wir schauen aber dann, wie gesagt, nochmal, wenn das Programm dann auf der Calliope Mini läuft, wie empfindlich der Lichtsensor ist. Gut, das heißt, er kriegt einen Wert, der ist kleiner, 51, also es ist relativ dunkel. Dann sollten wir doch mal die Lampe anschalten. Und da müssen wir mal schauen, wo wir das finden. Wir finden das nämlich unter Aktionen, Zeige Bild. Das schiebe ich einmal hier rein. Ja, andocken hier oben, genau. Und dann haben wir nochmal unter Aktionen, schalte LED an mit einer bestimmten Farbe, nämlich Rot. Ich wollte ja beides anhaben. So, wenn ich jetzt die ganze Matrix einschalten will, muss hier überall so ein Hash rein oder so eine Raute. Geht es mit der Tab-Taste auf der Tastatur hier einmal schnell durch. Und unten schaltet er die LED an. Das heißt, dieser Mache-Block wird dann aktiviert, wenn es dunkel ist. Und ansonsten würde ich doch sagen, schalten wir die LED aus, oder? Also die Matrix ausschalten und die LED ausschalten. Schalte LED aus, bietet er mir auch bei Aktionen direkt an. Damit leuchtet aber noch die Matrix. Da nehme ich einfach mal lösche Bildschirm und dann sollte sich das abschalten. Wir können jetzt mal rechts die Simulation benutzen. Ich gehe mal auf Play und dann fängt er nämlich an, mein Programm abzuspulen. Und deshalb habe ich jetzt hier auch diese 51 gewählt. Ich weiß es einfach nicht besser, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Aber hier rechts sehe ich den Lichtsensor, der bei 100% ist. Und sobald ich mit der Maus drüber gehe, kriegt er den Wert 50 und schaltet sich ein und wieder aus halt entsprechend. Das heißt, im Simulationsmodus sieht unser Programm schon mal ganz gut aus. Wir wollen uns das Ganze jetzt aber auch in echt mal anschauen. Wobei mir hier das ein bisschen orange vorkommt und unten rot. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen rumtricksen können. Oh ja, die hat ja einige Möglichkeiten. Erstmal Stopp und nochmal Play. So, ja, es wird ähnlicher, ne? Es wird ähnlicher. Haben wir hier noch eine Möglichkeit? Nochmal starten. Ja, okay, jetzt haben wir so eine ähnliche Farbe bei beiden. So ein Orangeton. Sehr schön. Einmal pausieren. Den Simulationsmodus mache ich wieder zu und wir laden unser Programm jetzt auf die Calliope Mini. Das hatte ich in meinem letzten Video gezeigt, wie das funktioniert. Allerdings hatte ich da nicht Open Roberta Lab benutzt. Um das jetzt hier auf den Calliope Mini zu laden, gehen wir auf der rechten Seite hier unten auf den Play-Knopf. Und hier müssen wir Neoprog Hex herunterladen. Ich klicke einmal drauf. So, der speichert das wieder. Und ich gehe wieder in den Ordner, wo diese Hex-Datei liegt. Das Ganze nenne ich jetzt mal 02-Lichtsensor. Könnt ihr nennen, wie ihr möchtet. Nur die 02 ist dann eben wichtig, damit wir das als zweites Programm auswählen. Hier habe ich wieder mein Flash-Laufwerk. Und ihr seht auch noch mein Programm aus dem ersten Video. Ich kopiere das Ganze hier einmal drauf. Und das war's jetzt auch schon. Jetzt treffen wir uns wieder an der Calliope Mini, würde ich sagen. So, kommen wir jetzt also zum Praxistest. Die Calliope Mini liegt vor mir, ich gebe ihr Strom und wir wählen wie gewohnt das Programm Nummer 2 aus, das jetzt bei mir auf dem Flash-Speicher liegt. Wir merken jetzt aber ganz schnell zwei Dinge. Erstens, das blinkt mehr, als dass es leuchtet. Egal, welche Helligkeit ich jetzt einstelle. Und zum anderen sehen wir unten bei der LED, orange oder rot ist ein bisschen was anderes. Wir haben jetzt also zwei Farben erzeugt, statt einer, wie wir es eigentlich wollten. Und das ist ganz typisch, dass man sich was am PC überlegt, was programmiert und dann trifft es auf die Realität und dann verhält sich das anders, als man gedacht hatte. Wir müssen also jetzt ein bisschen Kosmetik noch an unserem Programm machen, weil prinzipiell funktioniert es ja, umso heller es wird, umso weniger leuchtet die oder schaltet sich ganz ab. Aber wir haben halt immer noch einen ziemlich starken Bereich, wo es dann das Blinken anfängt, weil es so ja, manchmal dunkler ist, manchmal heller ist und das müssen wir jetzt abfangen. So, zurück bei unserem Programm. Als allererstes die einfache Sache, wir nehmen hier doch wieder rot und nicht orange. Das war wohl am Bildschirm so ein bisschen eine falsche Darstellung. Bei dem Wert hier würde ich sogar sagen, wir nehmen jetzt hier nicht die 50%, wir nehmen einfach mal 20%, dass es dann auch wirklich nur sich einschaltet, wenn es richtig dunkel ist. Zum anderen würde ich jetzt sagen, wenn der sich einmal entschieden hat, das Licht anzumachen oder auszumachen, dann soll er das für 5 Sekunden so lassen, bevor die nächste Prüfung kommt. Sonst habe ich dieses Blinken immer wieder. Und unter Kontrolle auf der linken Seite finde ich nämlich einen Block, der heißt einfach Warte. Und den hänge ich jetzt sowohl hier an unter die
an das Anschalten der LED. Und hier habe ich jetzt einen Wert in Millisekunden. 1000 Millisekunden entspricht einer Sekunde. Und ich habe ja gesagt, wir wollen 5 Sekunden warten. Das heißt, wir wählen hier den Wert 5000 Millisekunden aus. Ich kopiere den Block und schiebe den auch nochmal hier unten dran. Das heißt, der schaltet also die Farben entweder an oder aus. Und erst dann würde er 5 Sekunden warten, um dann die nächste Prüfung überhaupt wieder zu machen. So, und jetzt nochmal das gleiche von vorne. Wir packen das Ganze auf den Calliope Mini und dann haben wir wieder gleich den Praxisvergleich. Hier könnt ihr übrigens einen Rechtsklick machen, sagen Ziel speichern unter. Wir können jetzt hier gleich den Flash-Speicher auswählen. Ich überschreibe mein Programm, das schon hier drauf liegt, mit der Bezeichnung Licht. Jetzt muss ich warten, bis es runtergeladen ist. Die Calliope Mini ist nicht der schnellste Massenspeicher. Jetzt sagt er fertig. Jetzt ziehe ich das vom PC ab und wir treffen uns an der Calliope Mini wieder. Und jetzt wieder das gleiche Spielchen von vorne. Ich muss das Programm jetzt neu in den Speicher laden, da ich es ja überschrieben habe mit der neueren Version. Das heißt, wir drücken oben wieder den Reset-Knopf lange, bis die Matrix durchgängig leuchtet, wählen das zweite Programm aus und bestätigen das wieder mit A und B gleichzeitig. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es passiert nämlich gar nichts. Dem Calliope ist es nämlich tatsächlich zu hell. Wir haben ja den Schwellwert jetzt geändert, dass er auch nur bei eindeutiger Dunkelheit angeht. Ich mache mal die eine Lampe aus und es passiert immer noch nichts. Das heißt, es ist ihm immer noch nicht dunkel genug. Und jetzt mache ich die zweite Lampe aus und jetzt auf einmal ist es ihm dunkel genug und er schaltet sich ein. Und wie ihr seht, funktioniert das nicht sofort, so wie es vorhin war, sondern das dauert immer eine Zeit lang. Und das liegt an den 5 Sekunden Wartezeit, die wir jetzt eingebaut haben. Wir sehen jetzt vor allem zwei Dinge. Das Blinken sind wir los. Es flackert zwar ein bisschen, das liegt an den LEDs. Da können wir beim Programmieren nichts dran ändern. Und mit dem Auge sieht man die auch nicht. Das ist jetzt ein Effekt, der durch die Kamera erzeugt wird. Und wir haben eigentlich gleiche Farben erzeugt. Wir haben unten eine rote LED und die Matrix leuchtet rot. Bei der Dunkelheit ist es jetzt auch so, dass die Calliope Mini durchgängig rot anzeigt und nicht so flackert, wie wir das vorhin hatten. Jetzt schalte ich mal das Licht wieder ein. Und wir sehen, dass die Calliope Mini sich abschaltet. Hier ist es jetzt hell genug. Man braucht also kein Rücklicht mehr. Das kann ich ein paar Mal hin und her probieren und ich sehe, dass es wunderbar funktioniert. Wir haben nicht mehr das Blinken, das wir vorhin hatten und bei hell schaltet sie sich eben aus und bei dunkel schaltet sie sich eben ein. Genauso, wie wir uns das vorgestellt haben.